Ja. Also. Graben. 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 Nicht hinten. Grabe vorne, grabe vorne. Scaffoldings. Braucht man für ein paar? Hier. Eins, zwei, eins. Okay. So. Das muss bitte weg und wir brauchen neue davon da unten. Also jedenfalls hinten. Entschuldigung, Statue, du wirst gleich runterfallen. Doink. Ich hoffe mal, die hier bleiben auch irgendwie in der Form bestehen. Oh, noch besser. Die rutschen einfach runter. So, das da entfernen, bitte das da entfernen. Die ganzen Sachen von unseren toten Zwergen aufsammeln. Das ist doch peinlich. Na gut, Techbaum, wir hätten jetzt gerne einen Yatagan. Du bist definitiv das Beste, was wir an Waffen kaufen können, richtig? 17. Nee, ist es nicht, weil es gab auch Mithril-Waffen. Aber die kann man nicht herstellen, die kann man nur im Shop kaufen. Hier. Genau, du. Schaden 20. 20 Gold. Das ist echt happig. Also das da 20 und du... Was? Yatagan. Du 17. Und der Sprung von dem hier... 15 auf 7 sind 2 Punkte mehr. Hält sich echt in Grenzen. Wie viel Rohgold haben wir? Eine Menge. Eine Menge. Gut. Okay, wir stellen ein bisschen Gold her. Stellen dann ganz viel Kohle her. So. Wir haben nicht besonders viel Holz. Aber das lässt sich ändern. So. Maximum Amount an Kohle. Hier. Du weg. Portal, Portal, Portal. Ganz viel Holz einsammeln. F2. Also, das ist der Plan. Wir stellen jetzt ganz viel Kohle her. Wir stellen ganz viele von den besseren Schwertern her, damit jeder von eins hat. Dadurch schalten wir auch das andere Mithril-Zeug frei und irgendwie kommt kein Zwerg. Weil die alle schlafen oder Gold herstellen oder Kohle machen. Ja, dann, stimmt schon. So, der ist eine runtergerutscht. Das ist gut. Das heißt, die Türme müssten jetzt auch hier so hinschießen können. So, 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 so. Also, Kohle wird hergestellt. Ist eins von diesen Yatagans schon mal hergestellt worden? Nee, ne? Nee, dann machen wir ein Yatagan jetzt. Oder, okay, drei. Silber haben wir auch nichts mehr. Also drei Yatagans herstellen, damit wir einen goldenen Helm bekommen. Wozu genau sollen wir goldenen Helm entwickeln, wenn wir einen Mithril-Helm haben können? Magische Explosion. Hier ist doofes Grünzeug. Push. Sehr schön. Push. Die neueste Art, Grünzeug zu entfernen. Wir hätten gern ein Portal. Erhöht magischen Schaden, ja, sehr gut. Weg, 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 weg. Und ich verbrauche ganz schön viel Mana. Ich erinnere mich gerade so 10 Minuten zurück. Wir sollten echt vorsichtig sein mit unserem Mana. Und jetzt wusch, 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 wusch. Oh gut, wir haben es ja. So. Flatter, flatter, flatter. Genau, schön nach Hause. Alles einsammeln. Ja, hier kriegt ihr auch noch ein Portal hin. Du wurdest von der Pflanze angegriffen beim Abbauen. Das ist auch nicht so episch, aber na gut. Und ihr seid hier hinten noch am Holzhacken, okay. Boah. Ja, das ist jetzt sehr viel zum Einsammeln. Das da noch weg und das da noch weg. Ich denke, die Portale werden auch nicht ausreichen, das alles einzusammeln. Plus eine Bevölkerung. Ausrüsten. Sofort ausrüsten. Du. Du
Du bekommst ein Yatagan. Vor allem werden jetzt alle alten Zwerge stinkig auf ihn sein. Warum zur Hölle bekommt der Neue gleich ein Yatagan? Ich bin schon seit 30 Jahren. So in etwa. Wir haben keine Äxte. Achso, das liegt alles noch bei den Leichen. Ja, okay. Dann muss das erstmal reichen. So, in einem D50 kommt der nächste Zwerg. Dann sind wir wieder auf 10. Haben wir noch Mana-Tränke? Ich hätte gern ein bisschen mehr Mana zum Spielen. So. Du trink mal Mana-Trank für uns. Flup, 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 flup. So. Ja. Alle deinen Sacken. Sehr schön. Hier unten auch noch am Flattern. Wo habe ich gesprengt? Hier habe ich gesprengt. Nö, ist doch noch mal einräumen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit für die Höhlen, ne? Einfach alles wegmachen. Das ist auch einheitlich. Nicht einheitlich dort, sondern einheitlich weg. Das ist, glaube ich, aber noch mehr Arbeit und sieht albern aus. Wenn wir nur so eine kleine Schicht dort hier haben, darunter ist alles leer. Außerdem bräuchte man sehr, sehr hohe Scaffoldings, um mal irgendwas zu bearbeiten. Oh, das sieht doch cool aus. Sehr gut. Also nicht das Gleiten von den Zwergen und Flatterviechern, aber sobald man auf einen bestimmten Scrollwert kommt, genau hier, bewegen die sich nicht mehr richtig. Flatter, flatter, flatter. Gleit. Flatter, flatter, flatter. Gleit. Oh, neuer Zwerg. Da. Du bekommst auch ein Yatagan. Silberaxt. Eisenpickaxe. Rüstung, Rüstung, Rüstung. So, du. Da. So, ein bisschen. Der Schnee hat gerade unseren Holzvorrat zerstört. Der ist auf unserem Holz. Du Verschnee. Hier, ein, zwei Portale. Mach die Bäume weg, die dann hoffentlich nicht zugeschüttet werden. Oder ist es jetzt. Ah, nee, ist da drunter. Scheint. Ja, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Und ich gebe jetzt keine neuen Aufträge. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne zig Tonnen Kohle wieder in Auftrag geben. Aber dann sammeln sie die Sachen nicht ein. Also weder das Holz hier hinten noch. Oh, das haben sie schon alles eingesammelt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Du kannst weg. Hier wird sich springen auch lohnen. Ein Zauber, der später auch noch ganz schick wäre, wäre Remote platzieren. Also dass ich ohne ins Werk auszuwählen einfach irgendwo auf der Welt Blöcke setzen könnte. Damit ich ihn extra ins Werk hinschicken muss. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu faul, ha? Ja, schön alles einsacken. Das Portal könnte gerade noch reichen. Das heißt auch keine neuen Schneeschip-Aufträge. Oh, 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 oh. 1,39. Jetzt nicht Schnee im Portal machen, bitte. Eine Minute. Jungs, kommt nach Hause. Warum, warum geht ihr wieder zurück? Okay, einmal verlängern. Was genau macht ihr da? Was habt ihr vor? Ein Schaf anstarren, okay. Ah, da sind zwei Stück. Oh. Ja, das ist ein Nachteil von den Bläulingen. Wenn die irgendwas transportieren und dann despawnen, fällt es einfach runter und die Zwerge haben das Bedürfnis, es aufzusammeln. Na gut, dann geht ihr jetzt halt nach Hause. Habt ihr nun davon. Das da muss auch noch weg. Ja, ihr geht nach Hause. Kohle. Da. Erde. Holz. Holz, Holz, Holz. So, die ganze Aktion jetzt für 15 Kohle. Das klingt irgendwie mau. Findet ihr nicht auch? Weiß ja nicht. Also wenn wir in der nächsten Folge wieder volles Mana haben, dann sollte ich irgendwann nochmal den Waldzauber sprechen. Hier eventuell. Not ready for collecting. Stirb, stirb.
Essen schaut soweit gut aus. Unsere Festung sieht immer noch total komisch aus. Und wir brauchen halt noch ganz viel hiervon. Ganz, ganz viel hiervon. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Aber ich bin momentan nicht so wirklich motiviert, die Deko-Sachen zu machen. Ich würde viel lieber gleich hier unten hingehen. Aber dazu brauchen wir da unten alles. Das ist gar nicht so weit weg. Wandteppich, was brauchst du? Farbe. Farbe braucht was? Harz haben wir dezent. Birnbüsche haben wir auch. So, dann gleich ein bisschen mehr her. Tee. Dazu brauchen wir Tee. Ach, das könnte was zu essen sein. Also für die Zwerge, ne? Indirekt was zu essen. Nee, Tee belebt die Zwerge und sie bewegen sich schneller. Hm. Einmal herstellen, bitte. Steinerner Sessel. Ja, ich wollte eigentlich das da bauen. Wandteppich. Wir haben 37 Leder. Ich kann mich noch erinnern, wie wir uns darum geprügelt haben, einzelne Lederstücken zu haben für Lederrüstung. Jetzt liegt das einfach so rum. Na gut. Da und da Wandteppich hin. Flop. Sehen sogar ganz okay aus. Stoffsessel braucht Nadeln. Das. Bretter brauchen wir auch bald neue. Holz brauchen wir irgendwie auch nochmal. Warte mal, wo ist der Waldzauber? Da, magischer Wald. Kostet nur 4 Mana. Das ist doch machbar. Doppelte Geschwindigkeit, einfach eine Weile laufen. Aber ich glaube 3 Minuten oder so pro Mana-Punkt, ne? Ja, ist echt krass. Du britzel den da. Mach das dann mal weg, damit er gebritzelt werden kann. Den könnt ihr auch töten. Der Baum sieht auch schön groß aus. Der Rest wächst erstmal. So, 3 Mana. 5 Minuten. 5 Minuten für einen Mana-Punkt. Ja, bringt euch gegenseitig um, ist gut. Scharnetzel. Stopp, du. Wedezwerg, Ausrüstung. Du kriegst einen Yatagan. Sieht ja aus wie eine Machete, das Ding. Sehr schick. So, doppelte Geschwindigkeit. Ich will möglichst schnell meinen Mana-Punkt haben. So, was habt ihr jetzt noch zu tun, Zwerge? Nicht viel, ne? Da machen wir den Baum weg. Den. Hier den Schnee weg. So. Schnee weg. Instant Baum gespawnt. Das hier kann auch alles weg. Das stört hin und so. Weg. So. Weg. Der Ork wundert sich auch. Was zur Hölle machen die Zwerge da? Buddeln einfach Löcher vor meinem Shop. Wir sind gute Kunden. Wir haben schon ziemlich viel Gold hier gelassen. Da können wir auch seinen doofen Shop untergraben, wenn wir das wollen. Zu. Aha. Zu. Das da oben kann auch weg. Schnee soll sowieso weg. Gleich haben wir 4 Mana, sehr schön. Kommt da mal jemand mit dem Zumachen? Achso, wir haben keine Portale gesetzt, ne? Nee. Das ist man so sehr gewöhnt, dass man an allen Ecken und Kanten Portale hat, damit sie möglichst schnell hinkommen. Wenn das dann mal nicht da ist, dann zieht sich das ganz schön. Ah, oh. Hüpf. Ah, sehr gut. So, da auch zu. Das hier alles weg. Du weg.
Alles weg. So, 4 Mana. Okay. Nimmt man die Fackel da weg. Ich spreche jetzt hier den Wurzelzauber hin. In der Hoffnung, dass die ganzen Felder hier zu Wurzeln werden. Damit hier auch später wieder Bäume wachsen. Also, 3, 2, 1, Test. Sind Bäume gewachsen? Außer keine Wurzel entstanden. Sind schön hohe Bäume. Und wenn man 105 Mana benutzen würde, um damit nur den Zauber zu sprechen, wäre es auch bestimmt ganz schön viel Holz, aber... oh, Eicheln. Tanzapfen. Da. Also stellt man Sofa in die Pampa. Hier. Nee, geht nicht. Schade. Das hätte ja schon fast Sinn gemacht. Bären? Nee. Baue Stoffsessel, ja. Weg mit dem Stoffsessel. Okay, der Baum kann weg und der Baum kann weg, weil da sind schon Wurzeln. Die anderen bleiben erstmal da stehen. Und hoffen, dass irgendwann Wurzeln stehen. So, du musst sterben. Der Befehl kann weg. Dirt, Dirt, so. Da kommt zu, da kommt zu. Das muss weg. So. Haben wir noch irgendeinen Gegenstand, den wir eventuell... Also Samen hatten wir schon probiert. Weizenkorn. Dann kommt da halt Weizen hin und kein, ne, Wurzel. Oh, Portalteile. Das müssen wir uns demnächst mal angucken. Weizen konnten wir nicht setzen, Blätter konnten wir nicht setzen. Wurzeln? Boah, ich wollte schon sagen, das wäre zu einfach gewesen, wenn wir einfach so Wurzeln im Boden setzen können. Kann ich Holz in den Boden setzen? Ich habe gerade das Gefühl, wie so Kinder das gerne machen. Die nehmen eine Lakritzstange und stecken sie in den Blumentopf. Und sagen sie, da wächst ein Lakritzbaum draus. Okay, es hat nicht geklappt. Ich fange jetzt nicht an, Harz im Boden zu schmieren. Schleim auch nicht. Die Pilze werden auch nichts bringen, nö. Ich glaube, ich soll ein bisschen was von dem Schnee zu Eis machen. Wie war das? Eis, so. Gibt es ein Shift- oder Steuerungsbefehl für 10er-Schritte? Nein. Gedrückt halten? Nein. Das müssen wir noch einführen. Also nicht für jetzt. Jetzt sind die Welten ja noch recht beschaubar. Aber wenn es nachher so eine Riesenwelt gibt mit 20, 30 Zwergen, wäre es schon mal praktisch, Sachen in 10er-Stacks herzustellen. So, das reicht eh erstmal. Keine neuen Wurzeln. Schade, schade. Dazu, dazu, dazu. Dafür das weg. Du tot, du tot. Du, hey, flieg nicht weg. Und das hier alles weg. So. Hantumata. Bauerde, Bauerde. Wird langsam. Auch wenn wir das Ding hier auch demnächst noch wieder zumachen sollen, das ist einfach nur doof. Es war eine interessante Idee mit der Fallgrube, aber nicht so wirklich, ne? Zu. Ja, das kann da auch schon zu.